mich echt krank. Danke. Wenn ich esse, möchte ich kotzen. Wenn ich nichts esse, kriege ich schlechte Laune. Wenn ich schlafe, kriege ich Albträume. Wenn ich nicht schlafe, werde ich depressiv. Ich bin wie gelähmt. Ich sitze nur da und denke über jedes Wort nach. Aber das macht mich bloß noch kränker. Ich habe Papa die Hose vollgekotzt, hat total rumgebrüllt. Ja. Mama. Der Teppich, der Teppich. Den habe ich gestern erst sauber gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Aber auch genau 2 Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Du machst immer alles kaputt. Leg aus Runden, Nogam. Nogam ist so. Herr Ming sagte, sie lebe gehört und er war immer dankbar für sie. Ja, lecker. Komm, Rosi. Nein, nein, lass ihn mal, das mache ich schon. Noch schon. Geht schon. Nein, wirklich. Tschüss. Was machen Sie denn hier? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat 1 Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte.